Klappt das jetzt? Hält das jetzt? Okay, scheint jetzt zu klappen. Gut. Dann hat sich das ja gelohnt einmal. Ja, die ganze Internet neu zu starten, da ist dann eventuell was einfach in die Leitung geflogen. Das kann ja auch mal passieren. Gut, dann. Beim nächsten Mal klopfen, werte Familie. Dann stelle ich mich nochmal höflichst vor. Hallo, ich bin John Wayne. Nein, bin ich nicht. Gut, nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wo ich einfach eine Milliarde Frames verloren habe, warum auch immer, sind wir jetzt wieder da. Gott, war das jetzt nervig und unnötig. Und jetzt machen wir die vierte Stadt, also den vierten Dungeon abgeschossen. Haben jetzt geil unsere Party, haben Kamu ziemlich easy weggeklatscht, scheinbar haben Bosse und die meisten Gegner hier noch kein Konzept. Das ist ein bisschen traurig, aber man wird es überstehen. Gut. Hanon, bist du noch da? Wieder da? Tun? Oder ist jetzt wieder alles für den Arsch? Hier sind die Schamanen, die tauchen auch in einem späteren Dungeon auf. Normalerweise. Moment, wieso ist Tia wieder vorne? Ah, nee, hat sich das danach umgeändert oder ist es einfach nach der Cutscene so geblieben? Ja, ich lebe wieder. Ich weiß erstaunlich. 5 Stärke, nice. Gut, scheint alles zu funktionieren. Hervorragend. Da rastet schon die Wand aus vor Freude. Okay. Guten Abend erneut, Hanon. So. Okay, die ganzen Raumfehler, wenn man hier die ganzen Schalter gedrückt hat, sehr interessant. Das sind keine Bienen. Und die Schlange taucht eigentlich erst im Turm auf, wo der zweite Gardeskampf ist. Ich weiß den Namen gerade nicht. Es ist nicht der Gordoban-Turm. Chaos-Turm ist es auch nicht. Ich weiß nicht mehr. Ja klar, habe ich ein hübsches Schwert schon gesehen. Ich habe es dir gestern gegeben. Weil du machst dich ja inzwischen gut bisher sehr oft hier. Und wenn neue Leute kommen, dann stellst du dich auch ordentlich an, halt die zu informieren, zu beraten. Sonstiger Schnickschnack. Deswegen dachte ich mir, ja, warum nicht? Hast du dir doch schon ein kleines Schwerti verdient? Also ja, ein Lopan Hanon. Aber wie man sieht, können die meisten Gegner hier weiter nichts. Die Sache ist, die Schadenszahlen, die ich hier jetzt inzwischen werfe gegen die Gegner, also zumindest gegen diese Gegner hier, das ist gar nicht so unverhältnismäßig zum normalen Spiel, sage ich mal. Von daher, aber die Gegner machen einfach ein weiterhin nichts. Warum? Oh, du kannst mit den Charakteren nur Pfeile schmeißen, die haben nicht ihre Reaktion. Oder sie müssten es ausrüsten, das ist hinter auch die Sache. Na gut. Na, ist doch erfreulich zu hören. Was bist du? Okay, das sind die große Fliegen, die tauchen auch nicht erst so einen späten Berg auf und diese komischen anderen Fliegen. Ich glaube, die sind über Rusalka in dem Dungeon, glaube ich. Das war von der Animation ja nicht richtig, aber okay. So. Okay, das ist dann wahrscheinlich die Lava runterzulassen. Das ist ein Teleport, genau. Und normalerweise wäre hier eigentlich das zweite Kapselmonster Gordo. Stimmt, ich habe vergessen, Flanders zu fragen wegen Kapselmonster. Goddammit. Nein, sowas wie ein Bannhammer mache ich nicht. Ich könnte generell Leuten noch mehr Rechte geben. Ich glaube, Mods können inzwischen. Ich glaube, Mods können Leute temporär bannen. Ich würde trotzdem aber halt sagen, dass das halt nicht zum Spaß oder so ausgenutzt wird. Weil ich kann die auch ganz leicht wieder die Rechte entziehen. Es gibt sogar noch Positionen, eine Position über Moderator. Und der kann dann quasi alles machen. Der kann den Inhalte managen, der kann sie löschen und irgendwo hochladen, einspeichern, sonstigen Kram. Aber das würde ich halt nicht machen wollen, weil dann gebe ich ja quasi. Was ist dann der Unterschied zwischen mir und einem. Ich weiß nicht, was das heißt, Inhaber oder so?
Deswegen war ich da jetzt davon nicht so angetan. Ein Schild, den ich nicht ausrüsten kann, hervorragend. Was ich auch sehr komisch finde, weil gibt mal einer falschen Person diese Sonderrechte und er kann alles ruinieren mit einem Klick. Ja, aber Flandre, der war ja auch dann schon schlafen. Mein heutiger Tag war ja bisher aufstehen, Bäder, essen und dann streamen. Also da kam ich jetzt eh nicht dazu, zumal der sowieso gerade beschäftigt ist. Also hätte sich das jetzt sowieso nicht ergeben. Aber ist ja okay, wir haben ja Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dass da einfach nur eine Nachricht kommt mit: Hier würde man das Kassel-Monster kriegen. Das ist aber momentan noch nicht fertig, wenn ich gerade sehe, dass halt Gordo auch nicht existiert. Stimmt, der fällt mir gerade ein. Das ist eine Option. Ja, das Kapselmonster-Menü ist noch nicht fertig. Ich glaube, es gibt hier keine Kapselmonster. What? Okay, das ist jetzt rätseltechnisch nicht so der Wahnsinn. Vor allem der Block sieht so anders aus. Das per se nicht, aber ich möchte einfach nicht irgendeiner Person halt diese ganzen Befugnisse geben. Aus Prinzip. Das ist halt für mich so: What the fuck, warum sollte man das tun? Wenn man der Channel-Inhaber des Ganzen ist. Das erschließt sich halt für mich nicht so ganz. Das macht es halt eventuell ganz gut für Leute, dass du halt Channel-Inhaber hast, die einfach quasi nur für Comedy und... Ihr seid ziemlich früh hier, meine Freunde. Da fuck, hoffentlich sind eure Stats angepasst und bin ich jetzt gleich sehr tot. Achso, ja klar, das geht ja nicht, weil die Bombe liegt. Das sind keine Ice Cubes. Oh, mal gucken, wie die Stats ausschauen. Eventuell sterbe ich jetzt einfach elendig. Ihr seid die falschen Gegner, never mind. Das war auch spätere Gegner, aber ja. Aber da ich ja scheinbar eine Waffe habe, die gegen Untote effektiv ist, ist das ja alles ziemlich easy peasy. Oh, funktioniert hier das Eisrätsel schon? Das wäre ja cool. Keine Animation. Der Schlitze. Warum überspringen wir nicht mal irgendwelche Zahlen? Den letzten Minuten haben wir auch der dritte. Nicht ganz richtig, aber okay. Die tauchen auf dem Blumenberg auf normalerweise. Bin ich mir zumindest recht sicher. Das ist halt echt blöd hier an den Gegnern, dass sie halt wirklich nichts haben. Aber sehen wir jetzt, wie spät die das erst gemacht haben. Das ist ziemlich erstaunlich. Ein Stärke hervorragend. Heißt es, die Bäume sind jetzt was anderes? Ja. Wie sagt der Sprite nichts? Du meinst der Schwarze? Das ist... Oh, wie hieß der? Marina Schattenlicht, glaube ich. Die tauchen in einem der letzten Dungeons auf. Letzteren Dungeons auf. Und können halt so Schattenfunken benutzen. Die machen halt Dunkelschaden und haben eine gute Instant-Kill-Chance. Und können halt das Schattenjuwel droppen, dass du halt dann auch diesen Skill benutzen kannst als Zornattacke. Und das macht halt dadurch, dass wir halt nicht dunkelheitsresistent sind, macht das halt schon dicken Damage, sag ich mal. So funktioniert das. Oh Gott, das ist 1:1. Gut, dass man das später geändert hat. Uff. Dickstes aller Uffs. So, wir können den ganzen Gegner hier klatschen, dann überspringe ich mal wieder die Kämpfe. Will ich erstmal nachschauen? Gibt es irgendwo so ein Sonderding? Hier gibt es die Truhen, ist nur hier unten. Und hier gibt es auch nicht diese Mehrfachtruhen. Oh, das ist aber schade. Und hier ist halt die Treppe. Okay, haben die das dann auch wieder später sehr abgeändert, aber na gut, dann ist das nur das hier. Und man muss hier diese Brücke gar nicht runterbauen, sondern man muss nur ein paar Blöcke hinsetzen. Gut, dass sie das auch verbessert haben. Da braucht nämlich das Blockbauen ein bisschen mehr Strategie. Außerdem ist das die falsche Richtung. Es ist normal, dass der Overworld-Sprite von Gegnern, der halt erst in sehr späten Dungeon auftauchen und die dicken Schaden machen können. Das ist so die geringe Erklärung. Einfache Erklärung. Es ist ein Lava-Block. Okay, well, das war kurzlebig. Gut zu wissen. Ich habe Lava in der Hand. Aber es verhält sich nicht anders. Es ist nur ein grafischer Fehler.
Das erste Juwel! Aber es wird ja nur Stats geben wahrscheinlich. Aber egal, hey, wir haben unser allererstes Juwel. Es gibt doch Juwelen. Heißt das, Bosse können sie doch toppen? Und wieder nur für Maxim. Verteidigung und Magieresistenz. Ist das das Wasserjuwel? Es hat nur Text. Also keine Zornattacke. Aber es gibt Steine. Ich frage, ob die Bosse da schon droppen könnten. Aber selbst wenn, es wird nur Stats geben oder so. Könnte natürlich sein, dass die Stats richtiger Overkill sind, die geben. Weil es irgendwie nur 0,5% Drop ist. Aber da ich bisher effektiv gar nichts von Gegnern gedroppt bekommen habe, gehe ich mal davon aus, dass das noch nicht fertig ist. Ja, aber es ist halt interessant zu sehen, dass dann halt zum Beispiel diese Eisplatten sich erst später anders verhalten haben. Deswegen finde ich das ja halt ganz cool. Wie viele bräuchte man? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück? Ja, danke. Sparen wir uns das mal. Hey, what? Oh, das ist auch anders. Warum gibt es jetzt den ganzen... Okay, das Gras hier ist nicht fertig. Warum gibt es in diesen ganzen Dungeons keine Heilplatten mehr? Was war denn deren Problem? ist ja lustig. Und diese irgendwelche Hinweisfehler, die noch nicht funktionieren, hervorragend. Na gut. Dann Seifo Stato. Welche Gefängnisbarren. Okay. Ich glaube, dass da das Sprite nicht schon steht, aber okay. Ja, das ist mein Tarantula. Na, no, ich bin winzig. You must be stopped. Es ist das eklig. Igitt. Igitt, 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 igitt. Git, 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 git. Kannst du eigentlich schon irgendwelche Moves? Ich vermute mal wieder nicht. Nein, wir können halt normal angreifen. Ja, man hat wieder keine Stats. Und XP und Gold ohne Ende. Bäh. Eklig, eklig, eklig. Oh nein, ist zerbrochen. Es war nur aus Glas. Oh nö. Nee, er liegt hier. What the fuck? Du schaust auch anders aus. Das ist ja mal Artstyle-technisch ein wenig anders. Da fuck! Oh, seine Textbox. Ding, das hat sich geändert. Hat also genauso eine Stimmlage wie Tia. Hm. Wir haben gerettet, er hat den Fake erschaffen für die Spinne, weil die Spinne damit neue Leute köhnen wollte, um die zu essen. Deswegen hat er ihn noch nicht getötet. Und es ist halt gerettet. Warum spielt jetzt die Musik? What? Okay. Aber ich mag das Detail hier mit diesen Gittern und dass da Licht durchscheint. Okay, das war seltsam, sag ich mal. Ja, ein ziemlich ekelhafter Boss. Also vom Design her. Ach, die Platten bleiben dann hier gescriptet, okay. Ah. Ja, gut. Gut, das war dann der Dungeon, der war jetzt auch. Der war ziemlich schnell abgefrühstückt, Jesus Christ. Na gut. Aber ich sollte erstmal wieder einen Safe machen, weil ich ja dann in den Laden von den Knilch muss, von daher. Nur falls müssen wir einfach dann über die Map skippen. Okay, bei beiden funktioniert das nicht. Das ist so seltsam, ey. Oder funktioniert es inzwischen bei ihr? Nein, jetzt muss man es bei ihm kaufen und es funktioniert immer noch nicht. God damn it! Na gut, dann jetzt zu dem Typen hier. Hier bitte hast du einen Morgenstern. Oh, das ist aber interessant, dass wenn ein Tier redet, dann übernehmen die ganzen Leute die Stimmlage von Tier. Warum?
Und jetzt zeigt jetzt wieder Maxim, dass er ein toller Typ ist. Er hat halt für den Fake-Apfel-Rubin hat er halt, halt das Geld bekommen. Und hier meinte er halt, oh, du kannst das Geld doch nicht hier nehmen und so, das geht immer gar nicht, das können wir doch nicht annehmen. Und jetzt ist er halt zu dem Laden gegangen und wollte halt das Geld dem Knilch geben mit dem roten Haaren. Also nicht sich selbst, sondern dem Laden. Und der meinte so, oh, das kann ich annehmen, das ist euer Geld. Und dann halt, hat halt Maxim halt gesagt so, yo, dann kaufe ich diese Ohrringe und bezahle dafür halt diese 10.000 Gold. Und hat ihm darüber quasi das Geld gegeben als Transaktion. Und die Ohrringe schenkt er jetzt halt Tia. Und Tia halt so, das ist doch alles von Anfang an geplant. Er so, yo, ich bin geil. Natürlich. Hey, hey. Oh Gott, die Animation sieht so anders. Da mag ich die aber der finalen Version deutlich mehr. Also, oh, sie ist ja teilweise halt sehr kindisch. Kann sie halt dieses Abenteuer überstehen. Der ganze Schlüssel. Ich mag die Szene im Original sehr. Jetzt dürft ihr durch, weil die Spinne getötet hat. Ja, danke, du Arschloch. Schade, dass der andere Gast nicht da ist, sonst können wir noch dieses Detail zeigen, dass die Tür nach außen hin halt zeigen. Oh, die Böcke gibt's hier. Geben die jetzt auch eine Milliarde Erfahrung? Also inzwischen ist das weniger als stellenweise von manchen Gegnern, aber ich bin schneller. Ich mache Damage. Sie halten extrem mehr aus. Sie machen Damage! What? Ladies and Gentlemen, wir haben Gegner gefunden, die Dinge, die aushalten und Schaden machen. Oh, eventuell können sie ja nicht fliehen. Jesus, wie viel halten die denn aus? Okay, ein Tier darf heilen. Was war denn nochmal mit... Welcher war nochmal der Heilung? Irgendwie Lute oder sowas? Izur war der Heilung. Das hier war dann der krasse Heilungsskill. Aber Izur reicht. Bin ja schon dabei, mit Tiermagie zu wenden. Aber halt heilen mit Magie. Gegen Guy! Okay, dann will ich. Geht aber jetzt einen Schaden, da gibt es halt schon Sinn, aber ja. Dann nehmen wir auch mal Döner, I guess. Ich glaube, das war Döner oder Blutball, eins von beiden. Das war Döner. Der schaut auch noch anders aus, das ist kein Tiger, sondern was auch immer es ist. Wie viel halten die aus? Jesus Christ! Dann heilen wir mit Maxim, weil Heilung ist ja statisch, haben wir gelernt. Und greifen mit hier weiterhin an. Was zum Geier ist mit diesen Gegnern los? Oh, wir haben welche getötet! Jetzt müssen wir irgendwie 250 auf jeden machen. Gut, dass ich jetzt schon Döner habe. 6000 EXP, 8000 Gold. Da kann ich der andere Gegner eher klatschen. Aber na gut, hey, 4 Stärke, nice. 5 Stärke, nice. 0 Stärke, nice. Okay, Tia würde dann jetzt halt inzwischen anfangen mit Magie rumzubrüllen. Die Schlösser schauen noch anders aus. Die sind vor allem kleiner und sehen mehr nach Spielzeug aus. Gut, dann müsste das jetzt wieder die. Tia ist einfach durchs Schild gelaufen, okay. Aber komm mal, eine Schlange! Nein! Jetzt kommt die Kämpferin im Bikini, weil. Keine Ahnung, warum kriegt sie aber ein Bikini? Und keine Sorge, ich sehe Lad wird für dich da. Es tut mir leid, du die tiefe Stimme. Oh, schön. Jetzt ist sie nicht mehr so tief. The fuck? Warum hat sie am Anfang eine Stimmlage von Gardes gehabt? Ah, super geil. Ja, 50 Gold gerne. Dann gibt's doch noch Gegner mit krassen Werten, Mensch. Ich frag mich, was davon MP heilt. Ich weiß es leider nicht, das ist so das Problem.
Nein, die Schlösser hier sind faktisch kleiner. Die anderen Schlösser sind größer vom Sprite. Tut mir leid. Ist so seltsam, was er hier verscheuert. Ich sage nicht, dass sie nicht detaillierter wirken, aber sie sind auf jeden Fall kleiner. And he's dead. Du hast mich zum Zombie gemacht, nein! Okay, Max ist natürlich gleich im Scham verfallen. Und der regt sich auf. Ah, Männer! Hat auch die deutsche Version ganz gut hinbekommen mit diesen Charakteren. Was ist hier die... Achso, ja, es ist wie hier, dass dann hier quasi das hier... ist das hier? Und der Teil dieser Wände sind die hier. Das schaut nur ein bisschen komisch aus, aber ja, ich verstehe, was die Perspektive sein soll. Ich habe schon ein Safe hinter der Spinne. Ja. Das war ein aufschlussreiches Gespräch. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir halten uns schön an die Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob das nach dem Pandoria-Tempel schon ist oder erst nach dem Gordovan-Tempel, dass man sich das holen kann. Wir werden es zweimal überprüfen müssen. Oh, hallo. Ich sehe eine geöffnete Truhe. Okay. Shop it is then. Warum ist das mit diesen Stimmlagen so komisch? Dass ich immer abändern. Ja, wir sind zugestimmt, dass wir halt ihm das komische Deko-Schwert holen und sehen dann so, ich schaff das allein, wir sollten nicht Fremde mit reinziehen. Er so, ja, aber Maxim, wir haben schon von ihm gehört, er ist toll und großartig und riecht nach Soße. Machen wir heute wohl zwei Dungeons, weil die Spinnhöhle echt so schnell ging. Hey, wir machen Fortschritt. Schnelleren Fortschritt. Und jetzt haben wir Selan wieder auf Level 1. Oh man. Dann gehen wir mal kurz in die Stadt, I guess. Damit sie dann auch ein bisschen Equipment hat. Oh, außerdem müsste ich mir die ganzen Zauber kaufen, fällt mir ein. Oder hat sie die schon? Nö, hat sie nicht. Ja, super. Ich hätte zumindest die ganzen dicken Zauber mit ihr. Weil die sind gut und Selan kann auch magisch angreifen. 145 nehmen wir. Ah, Magieresistenz, warum nicht? Okay, sie hat ein bisschen Verteidigung. Und 13 AP. So, Magie. Oh, es war nicht hier. Da war das in der Stadt mit Geil, stimmt. Gut, das ist ein Kota, aber der verschnellert hier alles. Woo! Magie Shop.
Hey, wo sind die ganzen dicken Zauber? War das hier Special-Dingens und deswegen hat das geklappt? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Stimmt, der hat hier dann, glaube ich, Zauber verkauft, kann das sein? Ich weiß es nicht. Wo habe ich die ganze Magie her? Hier ja scheinbar auch nicht. Da gab's auch keine Magie. Ups. What? Wo bin ich gelandet? Hallo? Okay, gibt's nur Tränke und so was? Wo zum Geier bin ich hier gelandet? Das ist eine Testmap? What? Ich bin sehr verwirrt. Und was mit diesen Knetchen hier? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Warum ist der Teleporter dafür irgendwo in den Bergen? What the fruit? Ups, das war der Dungeon. Ach ja. Gut, dass ich das gemacht habe. Wie hoch sind dafür die Chancen, dass ich das hinkriege, ey? Ah, wo ist die ganze Magie? Oder lerne ich das über Level-Ups? Weil scheinbar kann ich es ja nicht kaufen. Bin sehr verwirrt. Ja, das war jetzt halt so alles an Zaubern, quasi. Und sie hat nämlich die ganzen Dicken. Kann sein, dass man das doch über Level-Up damals bekommen hat? Wir werden es ja sehen. Aber ja, wir können schauen, ob jetzt eventuell was mit dem Katzenmonster klappt oder nicht. Nope. That's it. That's a nope. Habe ich jetzt da unten schon? Aber der verkauft ja auch nichts mit 12 MP oder so ein Scheiß. What? Okay, dann scheinen sie dann halt keine dicken Zauber zu haben. Ja, hier ist der Turm, hier ist dann das Ding. Ups. Okay, dann können wir jetzt zum Pandora-Tempel gehen. Oh, bin ja gespannt. Hey, die Musik ist vor. Dum, 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 dum. Okay. What the fuck? Okay. Ja, Wahnsinn. Was zum Geier sind diese ganzen Symbole? Ah, es funktioniert. Nicht ohne Grafik. What? Ah, Moment. Aha. Ja. Ich bin jetzt ja gerade überall lang gegangen.
Ich war in allen Dörfern und Städten, ja. Nein! 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 Jetzt muss ich auch meine Schatztruhen speichern! Mann! Oh! No, warum? Oh! Oh mein Gott, warum? Oh mein Gott. Nein. Hier zuerst. Machen wir jetzt einkaufen erst, sobald wir Seelan haben. Zumindest für deine Ohren, aber. Oh mein Gott. Ja, scheinbar muss ich doch bei alle 10 Sekunden. Oh Mann, ist das albern. What the fuck? Ich bin gerade scheinbar in einer parallelen Dimension gelandet. Oh Mann. Gottes Willen. Ich mache jetzt nicht normale Zauber kaufen. Scheiß drauf, I guess. Kann nur Maxim anlegen. Okay. Gut. Ja, das ist die Idee. Oh Mann, es wird immer schlimmer. Ach, momentan brauche ich die ganzen Zauber auf Seelan nicht. Die hat ja momentan eh keine Stats dafür. Ich kann es auch quasi danach machen oder notfalls mache ich den Stissel offscreen, suche da nach den ganzen dicken Zaubern. Wer weiß. So, und das da oben ist an dem Find Box Object, also kann ich das nicht öffnen. Na, hervorragend. Wer braucht da schon Schätze oder so? What? Ah ne, halt, stopp. Oh, so ein Rätsel gab es noch nicht. Das ist neu. Das gab es im Original nicht. Hoffentlich stecke ich jetzt fest, I guess. Das ist auch neu. Das gibt's ebenfalls nicht. Ah. Rätseltypen, die es noch gar nicht gab. Okay, ist jetzt auch nicht so extrem heftig, aber dennoch. What? What? Wait. What? Das funktioniert dann auch. Houston? Ah, wait, what? 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 Warum? Okay. Oh hey, die haben im dritten Dungeon gefehlt. Ist jetzt alles noch die? Oh, ich komme hier nicht rüber. Okay. Hey, what? Ach so, Moment. Aha. Oben hätte ich das auch machen können, Moment. So. What? Schieb die Scheiße dahin! Hallo? Zur Zeit. Okay, ich konnte das fixen. Gut. Gut, dann funktioniert das jetzt auch nicht. Was ist, wenn ich... Okay. Hui.
Und dann würden wir quasi nach hier gehen. What? Hey, what? Ups. Oh, ich muss alles nochmal machen, oder was? Ne, der bleibt aktiviert. What? Okay, hier ist noch ein bisschen kaputt. Oh, Mimic. Keine Gegner, ey. Alles Placeholder hier. Außerdem ist das ein furchtbares Rätseldesign. Wow, wie unfassbar, ich will nicht per se sagen schlechter, aber eigentlich doch. Wie unfassbar weniger beeindruckend die ganzen Rätsel hier sind. Das heißt, ich müsste jetzt über die Treppe zum anderen gehen. Erstaunlich, wie spät in der Entwicklung Lufia 2 erst zu dem Spiel wurde, was wir kennen und vor allem lieben. Das ist alles sehr kuri. What? Okay, und das sind jetzt einfach Treppen nach unten Grafiken, also... Okay! You take it! I guess. Hier können wir nach oben. Nur Placeholder-Enemies, yikes. Und hier gibt es einfach nichts weiteres. Na gut. Das war ja ein Wahnsinnsraum. Wie viel später die jetzt diese ganzen Rätsel so gemacht haben, das ist total wahnsinnig für mich. What? Ah! Oh, wir haben die erste unsichtbare Wand! Aber das Rätsel gab es quasi in ähnlicher Form im Original. Vor allem ist es einfach, ist unsere Version einfach konkurrenzlos, was Rätseldesign angeht, auf dem SNES. Ich würde auch sagen, auf dem N64. Ah, ich weiß, wie das Rätsel noch funktioniert. Und das gab's immerhin schon im Original. Okay, das war ja dann ein ziemlich... Machen wir jetzt heute drei Dungeons, I guess. Hätte das jetzt die ganze Zeit so inhaltslos... What? Okay. I take it, I guess. Da war immer noch eine verschlossene Tür, um die mache ich mir immer noch Sorgen. Oh, what? Oh Gott, war es ein Trial and Error Rätsel hier oder was? First Try! Gab's hier was? Nein. Aber hey, First Try, I guess. Gut, dass ich gleich richtig geraten habe. Oh. Da war ein... Wir haben den Schlüssel nicht. Moment. Wie komme ich in diese Tür rein? Jungs, mal so frei und wechsel mal kurz die Waffe. Eventuell funktioniert das auch im Nebengang, wer weiß. Kann man ja auf dem Rückweg testen. Jetzt erstmal wieder vor allem... Wie soll man in den unteren Bereich... Was? Just roll with it. Nicht hinterfragen, einfach damit, einfach weiterspielen. Was zum Geier?
Was zum Geier ist hier los? Was sind diese ganzen random Teleports? Oh mein Gott. Wie soll ich hier durch? What? Oh! Kann man hier irgendwas öffnen? Meine Fresse! Der Dungeon ist ja ein richtiger Sierra-Dungeon. Sierra war für Gamebreaker bekannt. Das war dann. Wo andere Spiele versucht haben, Gamebreaker zu entfernen, haben Sierra das zum Stil mit erklärt. Okay, ich müsste irgendwo. Oh, ich müsste von da oben runterfallen und würde dann beim Schlüssel landen. Aha! Aber ja, weil die ganzen. Mein Gott. Die ganzen Truhen nicht funktionieren. Ja, habe ich jetzt theoretisch keinen Schlüssel. Also gut, dass ich diesen Code habe, sonst wäre das Abenteuer jetzt hier vorbei. Moin, Marcel. Außerdem ist bei mir draußen gerade ziemliches Nebelgeschwader. Wir sind hier in dem Bereich, der zu Pandoria führt. Ich hatte jetzt gerade Y gedrückt. Ja, wir sind jetzt hier in Pandoria. Ist das jetzt irgendwie so eine Twilight Zone oder so ein Shit? Nö. Das ist alles sehr komisch. Okay, dann muss ich. Das Rätsel muss ich auch machen, da kann ich nicht. Ups, da kann ich nicht rüberheizen, I guess. Na gut, das ist alles sehr. Sehr seltsam. Ja, ja. Der Dungeon möchte gerade nicht, hat Migräne. Oh weh. Nein, stopp, das bringt uns ja einen Scheiß. Ja, man hätte dann von außen da reinfallen müssen, aber das Runterfallen scheint noch nicht zu funktionieren. Jedenfalls nicht so richtig. So. Vor allem funktioniert die Dungeon gerade nicht andersrum. Also du würdest von außen gar nicht mehr nach unten rauskommen. Das haben sie auch noch nicht reingemacht. So, mal gucken, ob ich jetzt beim ersten Mal einfach nur Glück hatte oder ob jeder Weg zum Ziel führt. Das ist jetzt so meine Frage. Geh mal hier links. Wie scheiße einfach größtenteils das Rätsel dieser. Ja, und dann wärst du heute in der Sackgasse und bist normal. So eine Trial und Error-Scheiße. Es ist erstaunlich, wie viel schlechter die Rätsel einfach sind in der Beta. Wie gut die erst geworden sind in der finalen Version. Wie auch immer dafür das Nachfrisieren verantwortlich war. Also generell halt für das Zornsystem, mit dem Ringmenü, das fertig machen und vor allem das Dungeon- und Rätsel-Design. Die hat fucking einen Bonus-Obolus von einer Milliarde verdient. Das ist so heftig. Das ist einfach extrem. Okay, gut, jetzt haben wir halt keinen Schlüssel. Kein Schlitzel, I guess. So, die Tür war ja irgendwie schon gerade ein bisschen buggy. Mal gucken, ob sie auch funktioniert. Ja, tut sie. Ich mach mal ein Safe, bevor irgendwas passiert. Ist ja jetzt heute schon ein bisschen öfter vorgekommen. Ihr seid keine Clowns. Außerdem stehen hier Töpfe hinter euch. Warum? Ja, das sind Bosse. Das würde mich mal wahnsinnig interessieren. Haha, ihr könnt mich nicht besiegen. Okay, aber das Teil des Rätsels scheint hier schon zu funktionieren. Du kannst nicht! Mensch, ich hab eine Idee. Ah ne, es funktioniert ja hier nicht. Na gut, never mind. Oh, das haben sie aber schon eingebaut gehabt mit dem gespaltenen Gegner. Okay. Oh, auf die habe ich gar nicht geachtet. Okay. Dann können wir scheinbar den Boss nicht so machen, I guess. Fick dich, wer ist damit? Oh, hier funktioniert einfach nichts!
Okay, das scheint hier so der letzte Punkt zu sein, wo sie noch Dinge gemacht haben, I guess. Okay, das hier ist so absolut unfähig und danach ist scheinbar vorbei, I guess. Aber weil die ganzen anderen Orte noch existieren, schauen wir uns die einfach mal an, I guess. Wir können uns ja recht fix raus teleportieren. Okay, also, ja, wir scheinen... Kann sein, dass das Ende ist. Also andere Gebiete und so waren ja noch zu sehen. Es hat nur die Sache, dass wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Cutscenes nicht auslösen können. Scheinbar. Das ist so buggy. Ja, natürlich, natürlich. Ihr seid nicht die richtigen. Ah, doch, ihr seid die richtigen, genau. Oh, das ist ja putzig. Ach ja. Das ist alles sehr weird. Okay, theoretisch haben wir jetzt. Ups. Nein, nein, nein. Euch kenne ich noch nicht. Ciao. Ich renne alles rein. Okay, funktioniert hier schon der Turm? Ja, aber er sagt halt, ist jetzt zu. Also die Story-Animation muss ja in der Theorie funktionieren. Wir kommen einfach nur nicht voran. Halt da nur nicht ran. Oh, ich bin auf der See. Okay. Moment, es gibt den Königsgoblin hier schon als Gegner. Ja, stimmt. Warum? Wait, what? Wieso ist ihr IP-System das Zaubersystem? Wait. Okay. Also, die ganzen Dungeons werden halt schon da sein, nehme ich an. Also zumindest einige. Aber wir können es halt nicht die Story weiter voranschreiten lassen. Außer man kann das irgendwie mit dem ranhalten tun. Ich kann theoretisch jetzt erstmal nach oben zum König gehen. Man könnte doch nachschauen wegen der Flag, dass man die aktiviert. Weil ich habe ja theoretisch Zugang auf die ganzen Event-Flags. Die werden wahrscheinlich auch gebraucht. Oh, dann speichern wir mal kurz das Spiel, bevor was passiert. So. Wir haben ganz viele Sachen, die off sind. Der ist die Frage, was das die, was davon die Windflagge ist. Es gibt noch 15, so wie es ausschaut. Load, Banco, Bank, Bank Empty. Ich habe keine Ahnung. Wir können ja mal alles on machen, theoretisch. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt kommen wir so in die sehr ge... Jetzt kommen wir jetzt sehr gefährlich, diese Türme einfach irgendwelche Eventflex zu ändern. What? Oh, ich bin im Dungeon. Oh, wait, what? Ach, das sind meine Speicherstände. Oh, ja, damit könntest du ja dein Progress komplett killen. Whoops. Okay, vom Banco. Nee, es ist nicht solo. Die Sache ist, du kannst die Party-Reihenfolge ändern und dadurch ändert sich der Oberwelt-Sprite. Das heißt, wir können sie einfach zum Beispiel mit Sedan laufen. Zum Beispiel. Das ist auch ein Feature, was gestrichen worden ist. Die Sache ist, dass die ganzen Leute können halt nur Pfeile benutzen, außer Maxim, der kann halt alle benutzen. Wahrscheinlich wurde es deswegen gestrichen, aber ja. Jedenfalls, Eventflex. Machen wir nochmal alle an. Und schauen, was passiert, I guess. Irgendwelche Offsets, von denen ich keine Ahnung habe, das kann nur alles ruinieren, aber hey, wird schon. Es hat nichts an meinem Level oder so geändert. Interessant. Habe ich irgendwelche Ausrüstung oder so einen Scheiß? Nein. Das ist halt die Frage, was diese ganzen Eventflex zu tun haben, theoretisch. Ah, bessere. Also ein paar davon waren on, ein paar davon waren aber off. Das ist einfach super weird. Das hier scheinbar nicht. Aber wir sind noch an, oder? Ja. Ich hab keine Ahnung. Heißt jetzt, der Turm hier ist offen? Nee. Oh! Doch, hier gibt's noch. Hier, ja, der Dungeon geht hier weiter. Die
Dungeons sind da. Die Story-Sequenzen müsste es theoretisch auch geben. Was ist, wenn wir theoretisch zu Mandoria, also Gordoban, hinlatschen? Er sagt halt ja, die ganze Tür und so ist zu, aber... ja. Ja, das ist dann Gordoban, haben noch keine zerstörte Stadt-Grafik. Es ist halt einfach so, dass hier alles kaputt gar ist. Ja, what? Oh, der Shop ist jetzt zu einem Inn geworden, I guess. Das ist jetzt ja blöd wegen, weil die Dungeons und Gebiete sind ja alles am Pfad. Es ist einfach nur, dass wir jetzt nicht das... Moment! Doch, hier ist der Turm. Dass wir jetzt halt nicht die Events haben. Das ist jetzt die Frage, ob Gardes auftaucht oder nicht. Aber ja, die Dungeons sind da. Das heißt, theoretisch können wir halt ohne Story-Sequenzen die ganzen Dungeons erkunden. Indem man es tut. Ich will erstmal kurz, bevor wir uns den ganzen Turm anschauen, ich will schauen, ob Gardes auftaucht, weil ich die Event-Flags angesetzt habe. Oder was passiert, wenn ich sie quasi offsetze. Oh hey! Das ist gut, dass hier der Eventträger einfach sitzt. Das ist gut. Nee, das ist falsch, weil ich wär nach außen. Oh, der Turm scheint aber ziemlich original zu sein. Und hier ist die Speicherplatte. Tia ist da. Das ist der Brückenbauer, weswegen wir auf einen anderen Berg gehen. Nicht auf den Blumenberg, sondern auf, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Berg. Aber ja, du bist nicht Gardes. Aber ey, die Sequenzen funktionieren. Oh, es gibt kein Gardes. Habe ich das jetzt? Was ist, wenn ich das jetzt mache? Ja, allesamt sind tot, okay. Ich will wissen, was jetzt passiert, wenn ich zu Pandoria zurückgehe. Weil theoretisch können wir dann weiterspielen, solange wir Dungeon-Dingern sind. Oder es hat was mit den Flags zu tun, die ich aktiviert habe. Oh, der Dungeon geht ziemlich tief. Oder ziemlich hoch in dem Fall. Moment, jetzt sind wir dritten Stockwerk. Gott, der... Moment. Das haben wir gleich. What? So. Gut, dass das so funktioniert. Das ist gerade sehr hervorragend. So, ist jetzt die Sequenz bei Pandoria da? Und dann ist die Frage, was ich da nochmal testen will, bevor wir Feierabend machen, I guess, ist, ob das mit den Eventflex zu tun hatte. Also was ist, wenn ich wieder off und on schalte, theoretisch? Das können wir dann theoretisch machen. Kann ich so jetzt rückwärts durch oder fehlt mir jetzt dafür das Event? Ne, das hier ist zu. Oder sind die Event-Trigger unabhängig voneinander? Das ist so die Frage. Gehen wir lieber normal durch, falls die Katze tiggert oder so. Aha! Hey! Guck mal, wir können das Pandoria-Ding theoretisch skippen. Jetzt will ich nur noch eine Sache testen. Nein, das war falsch. Das da, bevor wir nämlich die ganzen Eventflaggen angemacht haben, ob ich das jetzt schon triggern kann oder ob das mit Eventflaggen zusammenhängt. Das ist jetzt so meine Frage. Also watschen wir es nochmal hoch, das geht ja recht schnell, haben wir ja festgestellt. Oh, ja. Komm schon. Und dann würde ich mal sagen, ist ja eigentlich schon Feierabendzeit. Ist ja dann eine Stunde, die wir rumbekommen haben. Fünf. Jetzt kann man jetzt beim nächsten Mal die ganzen Dungeons nämlich noch erkunden. Okay, dann wollte Taito eigentlich nicht, dass man weiterspielt, aber wenn man halt Walkthrough Walls Codes hast, dann geht das so. Ja, Tatsache, es geht einfach.
Gut, okay, der Trigger ist nicht an dem Pandora-Ding. Also es ist nicht, es ist, du hast ja mal gerne bei Spielen, ich benutze einfach mal meine Maus, falls jemand das ein bisschen visueller haben will. Stellen wir uns mal vor, diese komischen lila Doppeldinger sind jetzt halt Event-Flags. Und es gibt ja gerne Spiele, die halt das so machen, ist quasi, das ist der Start des Spiels, die allererste Cutscene, die musst du gesehen haben, um dann die nächste Cutscene zu haben, damit du dann in den ersten Dungeon rein kannst. Wenn du den ersten Dungeon geschafft hast, kriegst du eine Szene, dass du ihn geschafft hast, und erst dann kannst du raus und die zweite Szene dir angucken, so zum Beispiel. Dann gibt es stellenweise Dinge, die total weird sind. Stell mal vor, du skippst hier den ersten Bereich, also diese die Tutorial-Cutscene, und spielst dann das ganze Spiel durch, und dann irgendwie kurz vor Ende funktioniert auf einmal ein Event nicht, weil die Flag, der Trigger dafür, an die Tutorial-Cutscene gebunden ist, dass die gesehen worden ist, was sehr komisch ist, was gerne mal Leute machen. Hier ist es jetzt scheinbar so, dass diese Events für nächste Dungeons nicht voneinander abhängig sind. Also wir haben halt jetzt hier, keine Ahnung, das ist jetzt Pandoria und das ist für sich geschlossen und ist jetzt egal, ob ich jetzt zum nächsten Dungeon gehe und den darauf, die kann ich jetzt scheinbar alle machen. Es könnte sein, dass ganz zum Ende des Spiels wieder irgendwas nicht funktioniert, weil uns halt Pandoria eine Cutscene fehlt oder so ein Scheiß. Das kann sein. Aber ich habe gerade eher die Vermutung, dass die ganzen Flags nicht voneinander abhängig sind. Was das ganz gut machen würde, weil dann können wir nämlich die nächsten Dungeons machen und uns Cutscenes angucken und so ein Scheiß. Ja. Okay, aber gut, dann ist doch hier ein hervorragendes Endbild mit wunderschöner Musik, wo wir einen komischen Brückenbauern vernichten. okay, gut, dann würde ich aber sagen, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Dann haben wir immerhin einiges geschafft und vor allem war das wichtig, dass wir das jetzt noch gelernt haben, weil hätte ich das jetzt nicht getestet, hätte ich gesagt, okay, gut, es geht scheinbar nicht weiter, Spiel ist vorbei. Aber nein, wir können es mir anschauen. Was jetzt einfach nur langsam ersichtlich wird, ist, dass wir einfach uns weiter in unfertige Gefilde begeben. Das heißt, ich werde halt generell deutlich mehr Saves setzen müssen, ansonsten muss ich halt immer alles nachspielen, das ist sehr nervig. Das heißt, was wir jetzt erklärt haben, so halt manche Cutscenes sind für den Arsch, manche Felder einfach random auf der Oberweltmap sind für den Arsch, und jetzt auch noch manche Truhen sind komplett für den Poppes. Das ist halt schon sehr, angsteinflößend, möchte ich sagen. Was ich dann jetzt noch machen kann für die letzten paar Minuten, weil wir es jetzt gerade alles entspannt haben, ihr könnt mal gerne ein bisschen so flitzen lassen. Habt ihr denn überhaupt Lust, dass wir dann jetzt die ganzen Sachen weitermachen? Wir können es ja in der Theorie tun. Ich gucke mir das einfach, ob es hier irgendwie nochmal so einen random Dorf-Trigger gibt. Das kann ich Mase zeigen. Mase, guck mal. Das habe ich total random gefunden, als ich einfach über die Worldmap gelaufen bin. Nicht hier, sondern hier, genau. Wenn du halt hier dahin läufst, landest du in irgendeinem random Dorf, wo du nicht wirklich was machen kannst. Du kannst die Standardtränke kaufen und halt einmal schlafen. Und wenn du wieder rausgehst, landest du einfach hier und kommst damit aber nicht. What? Hier ist der Trigger für das Luftschiff! Warum? Was? Oh, Mode 7 funktioniert noch und das Luftschiff schaut ein bisschen anders aus. Es wird immer schlimmer. Woo, geil. Woo. Jetzt haben wir ein Luftschiff, I guess. Yeah. Oh, wie geil ist das denn? Landet das jetzt auch regulär? Oh mein Gott, wir haben das Luftschiff. Oh mein Gott, das heißt, wenn du brauchst gar nicht mal diesen, also für Dungeons, aber theoretisch, wenn du hier Speedrunning machen würdest mit dem Ding, dann könntest du einfach hier hinlaufen und Luftschiff. Habe ich jetzt mehrere Luftschiffe? Nein. Oh mein, oh, wie geil ist das denn? Oh moin Steven, ich kann dir was Lustiges zeigen. das Spiel, die Beta ist einfach komplett broken stellenweise. Ich bin random über die Weltkarte gelaufen, weil ich halt Städte gesucht habe für Zauber. Bin dann auf diesen Fleck gelaufen. Und dann landest du in einem random Dorf, wo es nichts zu holen gibt. Also Standardtränke und ein Inn, aber halt nichts weiter darüber hinaus. Du landest einfach auf diesen Fleck, mit dem du nichts weiter aktivieren kannst. Und wenn ich jetzt einfach hier A drücke, habe ich einfach das Luftschiff. What the fuck? Oder geht das an jedem Fleck? Oh, ich hätte einfach nur A drücken müssen. Oh mein Gott, was? Okay, ich hätte einfach nur A drücken müssen auf der Worldmap. Darauf kam ich nicht, weil wann wird das je gebraucht?
Das legt es jetzt wieder Kampf gegen random Gegner. Jesus Christ. Moment, Steam hat irgendein komisches Symbol neben seinem Namen. Was heißt das? Ich kenne das nicht. Ist das Amazon Prime? Prime Gaming. Das heißt, du hast deinen Amazon-Account mit deinem Twitch verbunden, glaube ich. Oh mein Gott, ist das... Heißt das, hier funktioniert das U-Boot? Ich bin auf dem Schiff! Woo! Oh! Es ist schon alles da! Oh mein Gott, das ist alles schon vorhanden! Wie geil ist das denn? Der Entwicklungsprozess des Spiels ist ja so weird, ey! Zornsystem kam ja später, Ringmenü, die Sachen haben auch allesamt erst später funktioniert. Dass die Dungeons überhaupt so rätsellastig sind, haben später funktioniert. Dass Gegner aber Movesets haben später funktioniert. Aber die ganze Worldmap ist vorhanden, das Luftschiff, das U-Boot. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Eddie. Ich hätte mal super gerne eine Dokumentation zu der Entwicklung von dem Spiel gesehen. Das würde mich ja mal wahnsinnig jucken. Die das angegangen sind, das ist so komplett unorthodox. Oh Mann. Aber wir haben hier wunderschöne Musik. Gibt es hier einen Counter? Jetzt hier in der Beta. Aber ich kann verschnellern. Außerdem, wow, die Normalgeschwindigkeit hier in der Beta ist jetzt ziemlich übel. Die Musik ist übrigens großartig. Ist einer der besten Tracks, der existiert. Im gesamten SNES-Bereich. Der ist so gut. Gibt es hier schon Unterwasserhöhlen, theoretisch? Ich habe keine Ahnung, wo die wären. Von daher lasse ich das mal sein. Aber es gibt hier scheinbar keinen Encounter. Aber ich kann theoretisch einen Encounter erzwingen. Gruselig. Nein, kann ich nicht unter Wasser. Da ist die Funktion nicht vorhanden. Und wir haben jetzt schon das Luftschiff. Okay. Oh, wie geil ist das denn, ey? Gut, dann, aha, da seid ihr. Oh, das ist jetzt blöd für Tier. Ich meine für Seelan. Komm, wo ist Ludi? Isur. Nein! Oh. Oh, mich reicht der Damage. Wenn ich habe ein Problem. Bring ihn um! Nein! Oh, hab gelackt! Ich will dann einfach nur ein paar Level geben. Mehr will ich doch gar nicht. Könnte jetzt mal sterben. Keine Zauber. Muss ich dann noch kaufen gehen. Stirb! Und ja, wir haben übrigens Early Donner auf Maximum und Tier. Und ich weiß nicht woher, weil ich bin vorhin nochmal die ganzen Shops abgegangen im Spiel. Die ganzen Magie-Shops. Aber ich habe da nicht die Zauber für Seelan zu kaufen. Ist super seltsam. So, jetzt gibt es erstmal eine Milliarde Level-Ups wieder für Seelan. Wie oft geht hier gerade die Stärke um 0 hoch oder so? Warte, wie viele Level-Ups waren das nur? Was? Das waren nur 4 Level-Ups? What? What? Kind of bullshit is that? Das waren 6000 EXP. Was zum Arsch? Die Balance-Werte sind so für einen Eimer. Gut, dass das nicht die finale Version des Spiels geworden ist, ey. Das Spiel hätte sich definitiv nicht zum Kultklassiker entwickelt. Oh Mann. das ist schon sehr lustig. Okay, da würde ich sagen, machen wir, was Lufia 2 betrifft. Jetzt hier erstmal Feierabend. Ich werde eventuell ausgehen nochmal für Seelan dann die ganzen Magie-Dinger holen. Ich kann nachschauen, ob sie jetzt einfach eventuell das randommäßig gelernt hat. Nein, ich habe keine Ahnung, woher Maxim und Seelan diese ganze Magie haben. Ja, das mache ich dann halt einfach offscreen. Und werde eventuell mal für andere wieder ein, zwei Sachen zu den ganzen japanischen Gedöns hier fragen, weil ich habe keine Ahnung, was der ganze Scheiß heißt. beim nächsten Mal machen wir dann Gordovan, weil das können wir jetzt scheinbar machen. Das heißt, wir skippen halt jetzt ein paar Cutscenes, aber die können wir nicht triggern, weil man hat es ja gesehen beim Pandoria-Tempel, Weihe-Tempel, was auch immer. Geht nicht. Dann haben wir einfach ein Taito-Logo und das war's. Ich bin sehr gespannt, wie weit ich noch durchkommen kann. Ich hab das Gefühl, wir können durch das gesamte Spiel kommen. Nur, dass wir halt einige Cutscenes überschneiden müssen und bei einigen Dungeons halt ein bisschen mehr knobeln müssen. Aber ich bin gespannt, was wir noch alles zu sehen kriegen. Der Gordovan-Tower, richtig gut, der Gordovan-Turm,
Der sah eigentlich, von den ganzen Träumen, die ich gesehen habe, sehr ähnlich dem Original, also der finalen Version aus. Ich bin gespannt, wie viel sich davon gehalten hat. Kann sein, keine Ahnung. Ich bin gerade sehr perplex zu meiner Verteidigung. Wir machen dann gleich mit Guns of Future Heroes weiter. Wir sind jetzt eigentlich beim schweren Schwierigkeitsgrad angelangt. Ergo, ich werde vermutlich oft genug auf die Fresse kriegen. Ich hoffe es mal nicht. Aber wir machen gleich dann damit weiter. Und yo, wäre cool, wenn man dann ein paar von euch da noch sieht. Und wenn nicht, danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wünsche den Leuten, die dann gehen sollten, einen schönen Abend. Und für den Rest würde ich mal sagen, bis gleich.